Luminous Night. Die Nacht ist über den Turm hereingebrochen und hat geheimnisvolle Symbole an seinen Wänden enthüllt. Erforsche ein neues saisonales Abenteuer mit feurigen Feinden, strahlenden Belohnungen und einer lang erwartenden Lagertruhe. Das ist auf jeden Fall seltsam, aber damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Minecraft Dungeons. Und ja. Oh, Erfolg freigeschalten. Extrem übermächtig. Ihr seht das diesmal sogar. Er kommt zweimal. Sehr schön. Haben wir es jetzt? Jo, die Nacht ist hereingebrochen. Seltsame Symbole. Ich sehe es. Ja, ob ich da jetzt Bock habe reinzugehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons nach circa einem halben Jahr oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Die hat sieht schon mal episch aus. Ich muss sagen, gibt ein paar Bonuspunkte. Der hat das Glas stand noch nicht immer hier, oder? Ich weiß es nicht. Naja, wir schauen uns trotzdem erstmal hier vorne um, weil da ist ein riesengroßes Fragezeichen. Ich würde gerne wissen, was das bedeutet. Oh, wait. Ich kann jetzt einfach mein Stuff reinlegen. Angenehm. Jetzt muss ich es nicht immer mit mir rumschleppen. Finde ich ganz cool. Muss ich schon sagen. Also wir wissen ja alle Bescheid. Oh, ich bin ein bisschen groß im Bild. Es tut mir leid. Ich mache mich kurz ein Stück kleiner. Wartet. Nee, nicht verschieben. Ach man. Bin zu blöd für alles gerade. Könntest du mich kleiner machen? Dankeschön. So. Ich bin nicht kleiner, oder? Auf jeden Fall. Vom Spiel haben wir ja lange Zeit einfach mal nichts gehört. Und. Mal gucken, gibt's hier was Neues? Ist ja eine neue Season. Ja, wir fangen wieder bei 1 an. Okay, es gibt. Das heißt. Hier kann ich skippen. Gibt es noch Skins? Nein, wir können Morbo nicht mehr bekommen. Schade. Aber verschiedenste Haustiere, wir kriegen einen Eloy. Eloy, genau. Heißt auch nicht Ellie. Heißt Axolotl. Ein paar Neues von dem Zeugs. Ah, nee, warte mal. Das geht einfach für uns hier dann weiter. Was ist denn wolkiger Aufstieg? Ah, es gibt verschiedene Seasons. Ihr könnt da durchwechseln. Oben seht ihr es mit den oberen Schultertasten. Zwischen wolkiger Aufstieg und leuchtende Nacht. Das heißt, hier haben wir noch gar nichts. Oh, der sieht cool aus. Und dann hier. Nee, nicht hier. Hier haben wir dann schon eben die paar Sachen. Okay. Na dann. Hat sich irgendwas in unseren Missionen darauf ausgewirkt? Irgendwas Neues? Sieht erstmal nichts aus. Dann würde ich sagen, lass uns mal zum Tower gehen. Und lass uns einfach reinschlagen. Es sind zwei Videos geplant. Heute und morgen. Deswegen kam heute auch. Kommt das Video heute später klar. Der Turm ändert sich in 18 Minuten. Ah ja. Nee, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ich will gucken, ob sich irgendwie was Spannendes tut. Denn das wird mir ja schließlich versprochen. Rede ich zu laut? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Wir starten... Will ich so gerade so schwer starten? Wir machen erstmal die Map an. Ja, mal gucken, was ich hier so... Habe ich einen Verzauberungspunkt? Ja, habe ich. Was verzauber ich denn da? Dynamo fügt im nächsten... Ja, wenn dann das hier. Kann es sein, dass der Sound richtig leise... Es tut mir leid. Ich bin nicht vorbereitet gewesen. Es tut mir leid. Ach, da. Ach, du meine Güte. Immerhin. Oh, ich bin da gar nicht mehr drin. Okay, hier. Alle down. Stockwerk 1 ist abgeschlossen, ist okay. Ich würde sagen, da geht es direkt weiter.
Der Typ aus Luminos sieht jetzt so aus. Drücken. Zum Lager. Achso, das bringt mich einfach... Okay. Ich wollte es nur wissen. Kann ich jetzt aber an der Stelle dann noch weitermachen, oder? Warte. Fortsetzen. Okay, wir können dann wahrscheinlich direkt an der Stelle einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ist notiert. Wir waren ja das letzte Mal, haben wir uns das ja schon angeguckt mit dem Tower und... Naja, wie schon gesagt, mehr Schmutz als sonst was. Aber nun gut, ich würde sagen... Rüstung nehmen. Lass uns vielleicht mal ganz kurz gucken, was Spannendes gibt bei der Rüstung. Wichtig. Vielleicht noch beim Schwert was. Dann machen wir es so. Okay. Yo. Zweites Stockwerk. Und es kommen die stärksten Gegner im Game. Ja, hä? Was ist das denn? Also, come on. Da darf ich doch wohl, also... Was ist das denn? Jo, ich bin gleich einfach tot, hä? Jo. Der darf halt nicht zum Angreifen kommen, so. Hallo! Ey, das ist traurig. Ich will mich erstmal nicht beschweren. Wir begutachten das Ganze mit Vorsicht, ja? War's das? Okay. Hier schön Schaden der Illager machen. Okay, also ich kann sagen, sie sind leichter. Aber ich kann es auch nicht sagen. Wir haben halt noch keine Artefakte. Und dann lass uns einen Bogen nehmen. Nein. Acceptaten. Mal ganz kurz reingucken. Wir haben wieder einen Verzauberungspunkt, den wir natürlich dann auf den Bogen machen. Schwäche wäre halt wichtig. Ja, wir nehmen Schwäche. Boss, for real? Ja. Schwäche ist halt gut, wenn wir, falls wir mal wieder auf einen starken Gegner treffen oder so. Wie jetzt eben der Typ mit seiner... Frag mich nicht genau, wie das heißt. Streitkolben, glaube ich. Dass wir dem dingsen können. Komm. Also ich habe hohe Erwartungen, weil ich glaube, die Entwickler wissen, dass sie Mist gebaut haben im letzten Seasonal Adventure-Gedöns. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich ein paar der Fansachen zu Herzen genommen haben und sich hier vielleicht nochmal mehr reingesteigert haben. Bis jetzt ist es für mich ein relativ unveränderter Tower mit Symbolen. Wichtig. Sehr wichtig. Kriegen wieder einen Verzauberungspunkt. Ganz ehrlich, brauche ich nicht. Boah, wenn das so wackelt, das ist schlimm. Yo, Creeper. Oh, man, was seid ihr denn für welche? Ja. Bist gescheitert? Okay, ich dachte schon, du bist dann wirklich... Zinn. Ich stell mich schon gleich mal direkt hier hin. Ey, die sind halt mega OP. Creeper viel zu OP. Creeper viel zu OP in dem Game. Was ist das denn? Ey, ich muss zehnmal auf... Ich muss zehnmal auf den Creeper schießen, bis der down ist. Hä? Wir beschweren uns noch nicht. Wir beschweren uns noch nicht. Yo, einen Piglin-Brut. Aber auch nicht wirklich...
Alles okay bei dir? Sehr schön. Dass sich der Schwierigkeitsgrad verdoppelt, finde ich... Naja. Aber wir sind ja auch geübt. Da ist ein Creeper. Den sehe ich. Der soll da explodieren. Perfekt. Können wir schön zack, zack, zack rein da. Oh, da gibt's Vorräte. Ja, lol. Take ich. Take ich. Es lebt immer noch irgendwo einer. Das ist schön für ihn. Wo ist denn der? Da oben. Die sind halt viel zu stark. Sorry, aber die sind viel zu stark. Okay. Das Cape... Ich hätte halt gerne starke Nahkampfwaffe. Wie wäre es damit? Oh, hallo? Nein? Oh. Halt schon. Ja. Lass uns aber eine richtig starke Rüstung nehmen. Lass mich die Rüstung erstmal begutachten, was sie hat. Respawn mehr Gesundheit. Schussabwehr ist wichtig. Machen wir so. Und eins saven wir für... Komm, hier. Machen wir hier noch rein. Also es hieß ja... Sie bringen so einen spannenden Gegner rein, der mal irgendwann mal auf einer Dings vorgestellt wurde. Dann aber nie benutzt wurde. Ja? Dieser Blaze. Dieser ultrakranke Blaze da. Ja? Der wurde ja irgendwann mal vorgestellt zum Voten. Aber jeder hat sich für... Ich weiß nicht genau was. Ich habe mich informiert. Ich weiß... ich glaube, es war das Phantom, was kein Mensch wollte. Eigentlich. Letztes Jahr? War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? War es ja der Glow Squid. Und der ist ja nur reingekommen, weil Dream gesagt hat, yo, holt euch den Glow Squid. Ach, die sind noch nicht alle down. Warum werfe ich das TNT weg? Ja, mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das Ganze hier jetzt spielen werde. Ich habe mir erstmal gedacht, so zwei Parts. Heute und morgen habe ich eben noch kein Video drin. Das heißt, die nehme ich dann halt heute auf. Und die sollen Minecraft Dungeons sein. Und wenn das halt jetzt schon so nach einem Part halt komplett tot ist, ausgelutscht, dann ist halt doof. Oder bin ich fertig? Nee. Oh, der Skeletttyp da. Ich geh mal weg hier. Wir sind noch ganz gut dabei. Wir werden halt stärker und von der Geschwindigkeit her genau gleich machen weniger Gebietsschaden. Komm, lass die nehmen. Nein, ich will akzeptieren. Boah. Ich will da reinskillen. So. Oh, oh, Blutegel. Ihr kennt mich, Leute. Und Betäubung ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Ja, ist okay, ist akzeptabel. Ich würde das Ganze gerne auf B legen. Ja. Wo spawnen sie? Da. Die sind anscheinend... Das sieht so unnatürlich aus, wie er sich bewegt. Ey, er ist so langsam. Ich will gar nicht so viel complain, aber er ist echt sehr langsam. Aber nun gut, es sollten uns noch ein paar Zombies begegnen vielleicht. Das ist auch so eine Sache, die mich stört. Dass sie nicht alle bei dir spawnen, so waveartig, sondern dass du legit Gegner suchen musst. Das wäre jetzt ein sehr einfaches Stockwerk, finde ich gut. Vielleicht passt sich das Ganze auch so eurem Spielfeeling an. Wenn ihr so nicht so gut seid, ist das Ganze einfacher. Wenn ihr besser seid, ist das Ganze halt so gut. Ja. Eine Level 80er Axt. Mit Blutegel und Schutz. Okay, überzeugt. Ist okay, ist okay. Auf X das Ganze. Nee, das muss wenn dann auf B. Oh, stimmt, ich tausche die ja immer aus. Egal. Halt, es geht ja rechts weiter. Okay. Ah nee, halt, wir sind schon im neuen Raum. Oh nee, wir müssen dafür erstmal Seelen sammeln. Oh, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Hallo? Geh ich noch? Ich höre Creeper. Ich höre sie.
Creeper, bisher schlimmste Mobs. Hör ihn doch. Nee. Hier neben mir, das spawnt schon mal gar nichts. Wobei, gerade eben, wisst ihr, sagt er doch so, ja, es wäre vielleicht besser, wenn ich die Gegner nicht suchen müsste und sie bei mir spawnen. Und jetzt beschwere ich mich schon wieder, dass sie direkt hinter mir spawnen. Ja, ich sterbe noch. Aber habe ich gerade erst was getrunken. Vor der Folge halt. Okay. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen jetzt allgemein mal zum Spiel äußern, ja? Minecraft Dungeons ist kurz davor, tot zu werden. Also, das Game ist halt immer noch genau das gleiche wie am Anfang. Klar, die DLCs kamen dazu. Die DLCs waren auch eine super Erweiterung. Ich will gar nichts gegen die DLCs sagen. Aber es kam nicht wirklich mehr was Neues. Klar, in den DLC gab es immer innovative Sachen. Schwimmen, also schwimmen, mit Elytren rumfliegen, coole Bosse und so. Aber so, es gibt ja keine neuen Level und das finde ich schade. Ich finde, wir brauchen viel, viel mehr Level. Darf ich jetzt aussuchen? Dankeschön. Das hier. Ich habe keine Ahnung, was das Ding macht. 82er Bogen. Eine 82er Rüstung. Ja, der Bogen wäre das nächste, was kommt. Ist halt langsam, aber stark. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem... Warte, stopp, was hat die für Stats? Nee, wir nehmen nicht die Rüstung. Mit denen kann ich, glaube ich, auch nicht so gut kämpfen, aber die sind fast. Wir nehmen die. Wie oft willst du dich verdrücken, K-Storm aus der Ecke? Ja. Ich glaube, hier ist mehr Schaden ganz gut, ja. Das skill ich auch gerne zweimal rein. Okay, geh ich noch. Oh, sind wir in einem Dings, wo wir leveln können einfach? Nö, sind wir nicht. Spawn hier Gegner? Nein. Also hinter mir sind keine Gegner. Ah, die spawnen, okay. Oh ja, der ist fast. Hier welche gespawnt? Nein. Ach, da oben rechts geht's weiter. Ach Mensch, sag mir das doch. Ich sehe das doch nicht. Yo, what? Kein Problem. Alles gut. Finde ich toll. Finde ich klasse. Creeper gespamme. Fand ich schon immer nice in solchen Games. Jetzt war der hier oben. Ja, sehr schön. Wir sind bei 18 Minuten. Oh, was ist das denn? Oh, das ist langsam. Macht mega viel Gebietsschaden. Die Anchor. Yo, der ist ja mal mega krank. Aber halt really langsam. Mit dem Anker müsste ich mal gucken, ob ich den im normalen Spiel finde. Weil wir nehmen den Golem. For sure. Ja. Aber, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Weil ich brauche eben zwei Videos. Es tut mir leid, sonst hätten wir jetzt noch weiter gemacht. Verpasst morgen die Folge nicht. Und es tut mir leid, dass ich euch das hier antue. Bis jetzt kam halt noch nichts Innovatives. Ich hoffe, das ändert sich. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.